Ein 5-jähriges Mädchen hat geheiratet und ein paar Tage später ist sie gestorben. Eine Geschichte, die jeden berühren würde. Wir alle träumen von der Zukunft, sehen uns als das, was wir in ein paar Jahren sein wollen und schieben all die Dinge auf, die wir heute tun könnten. Und wir glauben, dass wir unser ganzes Leben noch vor uns haben. Wir nehmen uns Zeit, um zu leben, um jeden neuen Tag zu genießen, um zu lieben und zu sehen, um Zeit mit unseren engsten Freunden zu verbringen und manchmal verschwenden wir sie für Dinge, die manchmal gar nicht wichtig sind. Und erst wenn es zu spät ist, merken wir, wie viel Zeit wir vergeudet haben und wir beginnen jeden Tag, der vergeht, zu schätzen. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie bitte unseren Kanal und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, um jeden Tag von diesen Geschichten aus dem wahren Leben inspiriert zu werden. Nun zurück zur Geschichte. Das Mädchen aus Oregon sollte ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Doch im Alter von 2 Jahren wurde bei ihr Krebs im 4. Stadium diagnostiziert. Das kleine Mädchen hatte diese schreckliche Krankheit mehrere Jahre lang wie eine echte Kämpferin bekämpft und es gab eine kleine Chance. Doch kurz vor ihrem 5. Geburtstag erfuhren Lilas Eltern, dass dies ihr letztes großes Fest sein würde. Eine weitere Chemotherapie wäre für den gequälten Körper ihres Babys einfach nicht zu verkraften. Als die Ärzte ihrer Mutter mitteilten, dass Lilas Körper zu schwach sei, um die Behandlung fortzusetzen, kamen ihre Familie und Freunde zusammen, um ihr in der verbleibenden Zeit so viel Freude wie möglich zu bereiten. Als ihre Mutter das kleine Mädchen kurz vor ihrem Geburtstag fragte, wovon sie träumte, antwortete Lila, sie wolle alles erleben, was die Zeit ihr nehmen würde. Ihre Mutter und ihr Vater, Heidi Hall und Ryan Shaw, trafen für sich selbst eine eigenwillige Entscheidung. Sie versuchten, viele der Momente, die sie in der Zukunft erleben würde, in diese letzte Feier für ihr Mädchen einzubauen. Eine große Anzahl von Fremden engagierte sich und half bei der Organisation. An ihrem Geburtstag kam ihre Prinzessin auf dem Trueball an. Das kleine Mädchen trug ein atemberaubendes Kleid und ein wunderschönes Diadem. Unter den Gästen befanden sich Meerjungfrauen, Prinzessinnen und Superhelden. Die Kutsche brachte Lila zu einem schlossähnlichen Gebäude im Herzen ihrer Heimatstadt und der Platz davor war voller Menschen. Hunderte von fremden Männern und Frauen, darunter Erwachsene und Kinder, waren gekommen, um sie zu unterstützen. Sie alle waren bereit, viel für das Lächeln eines kleinen Menschen zu tun, auch wenn es sich um einen völlig Fremden handelte. Als sie das Gebäude betrat, befand sie sich in dem echten Königreich von Aschenputtel. Lila liebte Prinzessinnen sehr. Das kleine Mädchen konnte nicht glauben, dass dies wirklich geschah. In Wirklichkeit wurde eine Abschlussfeier für das Mädchen organisiert, denn dieser Tag ist ein Meilenstein für ehemalige Schüler. Mit 5 Jahren erlebte sie diesen aufregenden Moment so, wie sie ihn viele Jahre später hätte erleben sollen, mit voller Ernsthaftigkeit und Verantwortung. Alle geladenen Gäste lächelten und klatschten und das Mädchen war danach überglücklich. Das nächste Kapitel der Feierlichkeiten war ihre Hochzeit. Ihr Vater Ryan kniete vor ihr nieder und fragte sie, ob sie bereit sei, seine einzige und begehrenswerteste Frau auf der Welt zu werden. Er machte Lila einen Heiratsantrag und bat um ihre Hand und ihr Herz, das ihm gehört hatte. Lila sagte mit großer Freude ja. Alle Gäste waren nach diesen Worten überwältigt von ihren Gefühlen. Ihr Vater umarmte seine Tochter und konnte die Tränen kaum zurückhalten. Ryan tanzte den ersten Tanz mit seinem kleinen Schatz und diese Momente werden vielen für immer in Erinnerung bleiben. Lila sagte später, dass ihr der Moment am besten gefallen hat, in dem mein Daddy geweint hat, obwohl sie nicht verstand, warum. Wahrscheinlich, weil er sehr glücklich war. Das Mädchen erzählte von der Hilfsbereitschaft der ganzen Stadt und der Traum der Prinzessin machte in der ganzen Welt Schlagzeilen, was die Aufmerksamkeit auf die Geschichte lenkte. Lila hatte noch einen weiteren Wunsch, auf der Bühne mit Luke Bryan zu tanzen, dem amerikanischen Country-Sänger und Songwriter, den sie verehrte. Immer wenn sie seine Lieder hört, fängt sie an zu tanzen. Lilas Mutter sagte, mit ihm auf der Bühne zu stehen, während er dieses Lied singt, wäre das beste Geschenk, das sie bekommen könnte. Nachdem Bryan auf Facebook von dem Wunsch des kleinen Mädchens gelesen hatte, ergriff er die Chance, den Traum des Mädchens wahr werden zu lassen. Luke rief sie persönlich an und sprach 30 Minuten lang mit ihr am Telefon und dann ermutigte er ihre Eltern. Sie waren sehr beeindruckt von der Leistung des Stars. Ryan nahm auch eine besondere Videobotschaft für Lila auf und teilte ihr mit, dass sie und ihre Familie VIP-Karten für das kommende Konzert erhalten würden. Er wollte Lila ihren Lieblingssong mit ihm auf der ganz großen Bühne singen lassen. Doch leider konnte das kleine Mädchen nicht zum Konzert ihres Idols gehen. Der Zustand des Mädchens verschlechterte sich rapide und sie wurde in ein Hospiz gebracht. Wenige Tage später verlor sie schließlich ihren Kampf gegen den Krebs, was die Herzen ihrer untröstlichen Eltern erschütterte. Ganz Oregon war gekommen, um sich von ihr zu verabschieden. Dank der Unterstützung der Gemeinde und der Bewohner waren Lilas letzte Wochen erfüllt von Momenten wahrer Liebe, echter Gefühle und echter Freude. Lilas Vater sagte: "Ich bin allen dankbar,
Ich bin dankbar für das, was sie für uns getan haben, und das Bild des zerbrechlichen kleinen Mädchens, das ihre Mutter später auf Facebook postete, inspiriert Tausende von Menschen mit ihrem Lächeln im Gesicht. In einem anderen interessanten, aber anderen Video erniedrigt ein Mann eine dicke Frau und bereut es sofort. Savannah Phillips war eine erfolgreiche Frau. Sie hatte einen liebevollen Ehemann, zwei reizende Kinder und einen guten Job. Das Einzige, was sie störte, war, dass sie nicht abnehmen konnte, egal was sie tat, und das störte sie so sehr, dass es ihr oft Angst machte. Sie reagierte scharf, wenn andere sie ansahen oder unangenehme Bemerkungen machten, aber boshafte Worte konnten ihren Wunsch, das Problem zu lösen, nicht steigern. Es ärgerte sie nur, auch wenn sie versuchte, nicht auf die Gemeinheiten anderer Leute zu reagieren. Leider musste Savannah beruflich viel fliegen und da traten ihre Probleme am deutlichsten zutage. Sie buchte immer und kaufte sogar den zusätzlichen Sitz neben sich. So konnte sie bequem sitzen, ohne Angst haben zu müssen, von jemandem eine Dosis Entmutigung und Bösartigkeit abzubekommen. Es half auch gegen ihre Klaustrophobie. Eines Tages musste Savannah dringend fliegen und ihr Flug wurde von jemandem auf der Arbeit gebucht. Als sie am Flughafen ankam, sah sie, dass der Flug eindeutig überfüllt war. Sie fragte am Check-in-Schalter, ob es Stornierungen gäbe, aber es gab keine freien Plätze. Als Savannah auf das Flugzeug zuging, sah sie viele Passagiere und es schien ihr, dass viele von ihnen sie missbilligend ansahen. Die Frau wurde sehr nervös, aber sie versuchte sich zu beruhigen, indem sie sich daran erinnerte, dass der Flug bald zu Ende sein würde. Aber sie hatte das Gefühl, dass im Flugzeug etwas passieren würde. Ihr Platz war am Fenster und Eamon saß bereits auf dem Gangplatz. Als er sie sah, rollte er mit den Augen und stand auf, um die Frau durchzulassen. Als sie sich an ihm vorbeiquetschte, seufzte der Mann laut und dramatisch. Er war älter, trug eine dunkle Sonnenbrille und sein Verhalten zeigte deutlich seine Abneigung gegen übergewichtige Menschen. Savannah bemerkte, wie er an den Einstellungen des Telefons spielte und die Schriftart und die Helligkeit erhöhte. Sie beschloss, dass er das wahrscheinlich aus irgendeinem Grund brauchte. Kurze Zeit später lenkte der Mann ihre Aufmerksamkeit auf sich, indem er das Telefon bewegte. In der Annahme, dass er ihr etwas zeigen wollte, lehnte sie sich näher heran und holte den Bildschirm noch näher an sich heran. Er fragte: "Glauben Sie, ich habe die Schrift groß genug gemacht, um den Text zu lesen?" Die Frau las den Text und musste einen Schluchzer unterdrücken. Es war eine Nachricht des Mannes an seine Frau, in der er schrieb, dass eine stinkende, fette Frau neben ihm saß. "Ich kann nicht einmal die Armlehne herunterklappen. Ich muss kotzen", stand in der Nachricht vor Savannahs Augen. Die Frau wandte sich so schnell sie konnte ab. Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie versuchte buchstäblich, sich gegen die Wand zu drücken, um so weit wie möglich von ihm wegzukommen. Mit dem, was dann geschah, hatte Savannah definitiv nicht gerechnet. Sie war damit beschäftigt, zu akzeptieren, was bereits geschehen war. Dieser Mann machte sich über sie lustig, aber er hatte nicht bemerkt, wer hinter ihnen saß, und es war jemand, der die Botschaft ebenfalls sah und wütend wurde. Ein kräftiger, muskulöser Arm legte sich hart auf die Schultern des alten Mannes. Von hinten wurde er aufgefordert, aufzustehen. Als sie das wütende Gesicht des anderen Mannes und seinen aufgepumpten Körper sah, wagte ihr Peiniger nicht zu gehorchen. Die Frau, die neben den beiden saß, hörte alles, abgesehen von den unverschämten Äußerungen. Der Mann auf dem Rücksitz verlangte, dass der Mann, der neben ihr saß, mit ihm den Platz tauschte und fügte hinzu, dass ein solcher Schurke nicht neben einer schönen Frau sitzen sollte. Beim Anblick des entschlossenen Gesichts stimmte der Mann mit der Sonnenbrille feige zu. Savannah war dem Mann sehr dankbar, dass er sie verteidigte. Sie unterhielten sich während des gesamten Fluges, aber außer seinem Namen, Chase, seinem Beruf und der Tatsache, dass er auch Kinder hatte, gab der gute Mann nichts über sich preis. Erst als der Flug zu Ende war, wurde Savannah klar, wie wenig sie über ihren Verteidiger erfahren hatte. Sie versuchte, ihn in den sozialen Medien zu finden, aber es gelang ihr nicht. Daraufhin teilte die Frau ihre Geschichte auf Facebook und bat die Leute, sie mit ihren Freunden zu teilen, damit sie Chase finden konnte. Savannah war überwältigt von den vielen ermutigenden Kommentaren, in denen meist stand, dass eine schöne Frau sich nicht darum kümmern sollte, was dumme Männer sagen. Die Leute schrieben auch, dass sie auf jeden Fall versuchen würden, Chase zu finden. So wurde Chase Irwin schließlich über eine Seite des Restaurants und der Bar, die er betrieb, Dirk Bentleys Whiskey Row, in Nashville gefunden. Leute, die Savannahs Geschichte lasen, begannen dem Besitzer auf den Seiten des Restaurants ihre besten Wünsche zu schreiben. Auch die Medien bekamen Wind von dieser Geschichte. In einem der Interviews sagte Irwin, als er die SMS auf dem Handy des Mannes sah, sei er wütend geworden. Er wollte bis zum Ende des Fluges warten, um etwas zu sagen, aber als er sie weinend sah, fand er es zu grausam, die Frau den ganzen Flug über neben diesem Mann sitzen zu lassen. Ihre Tränen bereiteten Chase ein mulmiges Gefühl, gestand er. Er hasste Diskriminierung in jeder Form. Deshalb habe er die Flugbegleiterin gewarnt und dann alles getan, was sein Gewissen ihm sagte.
Chase Team veröffentlichte einen Brief auf der Website des Restaurants, in dem sie sich stolz auf ihren Anführer äußerten und sich bei allen bedankten, die zu schätzen wussten, was er getan hatte. Savannah sagte in einem Interview, sie vergebe dem Mann im Flugzeug, der diese unfreundlichen Worte über sie geschrieben habe. Wenn ich mich entschieden hätte, ihn zu hassen, wäre ich nicht anders als er. Sie merkte an, dass nur die Liebe die Welt verändern kann, deshalb ist es wichtig, immer mit Freundlichkeit zu reagieren, auch wenn die Person unwürdig erscheint. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte einen Daumen nach oben, hinterlassen Sie einen Kommentar im Kommentarbereich und teilen Sie den Link mit anderen. Vergessen Sie nicht zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.